Moin, ich bin Sebastian Lübben, der Hausleiter in der Sonnenhütte auf Baltrum. Und ich liebe ja die Kontakte mit unseren Gästen, wenn sie hier durchs Haus laufen, wenn sie ihre Seminare besuchen. Und da ergibt sich immer wieder so der eine oder andere kleine Kontakt. Gerade vor ein paar Tagen, da traf ich Gäste abends im Haus und sie sagten: Mensch, wir brauchen einen Raum, wo wir lachen können, wo wir fröhlich sein können, wo es mal laut zugehen darf. Wir wollen laut lachen. Und das fand ich richtig toll. Wenn Menschen zusammen sind, denen es gut geht, die unbeschwert und fröhlich sein können, die lachen wollen, die miteinander sind und die eine gute Zeit haben. Nicht immer ist das Leben so, auch bei mir nicht. Aber umso schöner, wenn sich auf einmal Menschen finden, die sagen: Mensch, wir wollen einen schönen Abend miteinander verbringen und lachen und gut sein. Und bei dem Thema Lachen, da musste ich innerlich einhaken, denn in der Bibel lesen wir auch von einem, der lachte. Das finden wir fast am Anfang, 1. Mose 17, Vers 17. Da steht: Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Was brachte denn Abraham zum Lachen? Es war die Rede Gottes, dass er und seine Frau Sarah ein Kind erwarten würden. Und Abraham lachte. Abraham glaubte nicht daran. Abraham sagte: Gott, du weißt doch, wie alt wir sind. Weißt du denn nicht? Ich bin 100, meine Frau ist 90 und da sollen wir ein Kind erwarten? Und er fiel zu Boden, er lachte, weil diese Idee so abstrus ihm erschien. Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Dieser lachende Abraham, wie oft entdecke ich mich selber in ihm, dass ich anfange zu lachen, zu schmunzeln, in mich hinein zu grinsen, wo ich denke: Gott, weißt du eigentlich nicht, wie das Leben funktioniert? Weißt du eigentlich nicht, was gerade los ist? Und da kommst du mit deiner Idee, die so fernab von dem ist, was ich mir vorstellen kann. Und dann fange ich an zu lachen, weil ich es nicht glauben kann. Und du? Wie geht's dir? Wenn du den Eindruck hast, dass Gott etwas von dir möchte, dass Gott dich zu etwas beruft, dass Gott dir etwas sagt, was so fernab von dem ist, was du gerade erlebst, in welcher Situation du gerade stehst, fängst du auch an zu lachen, zu schmunzeln, in dich hinein zu grinsen und denkst: Gott, alles nett und schön, aber mit mir hat das doch wenig zu tun. Oder wollen wir erwarten, dass Gott tatsächlich in unser Leben hineinspricht? Wollen wir erwarten, dass er sein Wort und seine Idee von der Zukunft in unser Leben hineingibt, auch wenn es im ersten Moment anders erscheint, als wir es uns vorstellen können? Ich will es immer wieder erwarten. Und ich weiß, viele Menschen vor mir haben es erlebt, dass aus einem Gedanken, der so fremd schien, etwas ganz Großes wurde. Und ich selber habe es erlebt, dass Gott hineinspricht in das Leben und ich weiß, er hat eine Idee, er führt mich in eine Zukunft, auch wenn es auf den ersten Moment lachhaft aussieht. Aber er zeigt mir etwas Großes. Und ich lade uns ein, dass wir in dieser Erwartung mit Gott leben, dass er hineinspricht in unser Leben und uns sein größeres Bild zeigt, was er von uns hat und für unser Leben hat. Nicht, dass wir ins Lachen kommen, sondern ins Nachdenken und dass wir ihm nachfolgen, dass wir gucken, welche Wege er Gott für unser Leben vorbereitet. Ich wünsche Ihnen und euch gute Erfahrungen, mutmachende Erfahrungen, besondere Erfahrungen mit dem Reden Gottes. Auch wenn es mal ganz abstrus klingt, es ist er, der hineinspricht in unser Leben und am Ende werden wir sehen, wie aus diesen Puzzlestücken ein großes Bild geworden ist.
Gott, du bist da in unserem Leben und dafür danken wir dir. Du sprichst hinein in unser Leben und vergib, wo wir ganz schnell ins Lachen kommen, weil wir es dir nicht zutrauen. Weil deine Ideen, deine Gedanken so fremd erscheinen. Vergib uns und lass uns immer wieder nachdenken, dich fragen, dir nachfolgen, mit deinen Worten umgehen, die du für uns hast. Danke dafür, dass du uns kennst und liebst und uns eine Zukunft zeigst. Amen.